Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Edles Vibe mit dem Excel zusammen. Jawus. Ja, heute geht es mal um was völlig anderes. Wir werden uns heute kein Video anschauen. Wir werden uns heute gemeinsam meine Entbannungsanträge auf Twitch anschauen. <laughs> Hat mal lange nicht. Ja, Leute, die auf Twitch frech waren oder irgendwas gemacht haben, was sie nicht machen sollten, haben einen Permaban bekommen und haben dann die einmalige Möglichkeit, einen Entbannungsantrag zu stellen und dort etwas Nettes zu schreiben. Und dann kann der Streamer oder Creator eben entscheiden, ob er ihn wieder frei gibt oder eben nicht. Ja, ja. folgendes: Da sind wir schon. Ich habe nämlich aktuell 23 neue Anfragen äh, vorliegen und die schaue ich mir heute mit dem Ex mal zusammen an. Pass auf, der hier wurde gebannt, der Luinator14. Ja, Luinator14 ist schon länger dabei, glaube ich, hat echt viel geschrieben. Ähm, war auch immer alles in Ordnung, aber ihn hat es halt einfach mal äh, kurz mal äh, aus, der, aus der Formation geschmissen hier. Und ich will euch dazu mal was zeigen, und zwar oder beziehungsweise was vorlesen, Excel. Er ist gebannt worden, weil er hat geschrieben, moin, so eine, naja, ne? Mhm, genau, ja, genau so sagen. eine hier. So sagt man nicht, böses Wort. Excel hat Luinato 600 Sekunden Timeout gegeben und Tino hat ihn gesperrt. Okay, hätte man jetzt. Äh, wenn, also da auch mal an meine Mods, ist wichtig. Mods, falls ihr zuschaut, wenn ein Mod schon ein Timeout gibt, dann ist die Strafe ausgesprochen, dann müsst ihr nicht noch extra sperren. Ne? Excel hat sich hier schon für 10 Minuten äh, Sperre entschieden und äh, Tino hat ihn dann komplett gesperrt. Theoretisch äh, hätte Excel dann wahrscheinlich eher lieber weiter ein Auge drauf gehabt. Mhm. Gell, muss man einfach mal so sagen, nur mal am Rand, meine lieben Moderatoren. Ähm, er hat mir geschrieben, nämlich auf Instagram, das ist eine total lustige Geschichte, der hat mir heute auf Instagram geschrieben. Ach, gucke. Ja, mir schreiben, ganz ehrlich, ich, ich kriege viele Nachrichten jeden Tag und ich kann die auch nicht alle immer lesen, aber ich, ich, genau heute hat er mir geschrieben, das ist so ein dummer Zufall. Er hat geschrieben, er heißt Luis, er hat geschrieben, Moin Tino, ich wurde letzten Freitag auf Twitch zurecht gebannt, weil ich das Wort, naja, benutzt habe. Aber ich will dir das erklären. Ich wollte was anderes schreiben und ich will auch keine Ausreden finden, wie zum Beispiel meine Katze über die Tastatur, mein Bruder hat alles geschrieben und so weiter. Ich stehe dazu und es tut mir leid und ich schäme mich auch dafür, dieses Wort benutzt man einfach nicht. Vielleicht verstehst du es, wenn nicht, ist auch okay. Äh, ich kann das dann verstehen. Kuss, mach weiter, bist der Beste. So, das hat er mir geschrieben, der Liebe. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, er hat ganz, ganz viele Nachrichten. Er ist auch immer dabei, regelmäßig dabei. Ich sage dir ganz ehrlich, die Sperre hebe ich auf. Außerdem... Muss man auch... Ja, sorry. Nee, erzähl. Äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, das war eine der ehrlichsten äh, äh, Anfragen, die ich bisher so mitgehört habe. Weil... Ähm, ja, er hat es offen und ehrlich eingestanden, allem drum und dran. Und äh, ja, deswegen definitiv freigeben. So, die hebe ich auf. Sperre aufheben, neue Chance, Brudi. Jetzt heißt es benehmen. Äh, Annahme senden. So, der kann jetzt quasi wieder schreiben. Und ähm, ja, der kann jetzt quasi wieder schreiben und kann ähm, ja. Sie benehmen wir sich haben benehmen. aber ein Auge. <laughs> okay, wir haben schon den nächsten. Und zwar, <laughs> wie heißt er? The, crank, the Cranky oder was? XX? The, the, the crank, Cranky yeah. XX. Okay, erstmal brutaler Name, so habe ich früher meine äh, Ordner auf dem Computer genannt, wo die sich diverse Heimatfilme mit drin befunden haben. Ach, die Heimatfilme. Die XX-Ordner. <laughs> ähm, pass auf, also erstmal ist es nicht besonders schlau, ne, bei einem Streamer in den Chat zu gehen, du bist dumm zu schreiben, dafür gesperrt zu werden, äh, noch ein Profilbild mit zu benutzen, ja, mhm. wo man ja auch die Fresse sehen kann und alles, aber ich finde die Anfrage, die Entbannungsanfrage, finde ich echt legendär. Heimann mein Kumpel hat gesagt, ich soll das reinschreiben, wenn ich kriege, einen Arschbohrer. Mhm. Naja, mmh. ja. ja. Pass ja, ich auf, mal, ganz ehrlich, Behörde, heb mal auf. Ich schreibe ihn rein. Einmalige Chance. Sonst gibt's einen richtigen Arschbohrer. So. Mhm. Okay, pass auf. Lass ihn, äh, gib mir ihm eine Chance. Gib mir eine Chance. Oh, hier haben wir aber ein besonderes Exemplar. Oh ja. Hier ja, haben ein besonderes Exemplar. Julian 2000 Kirchner. Der sagt mir irgendwas. Der sagt War mir, mir irgendwas. irgendwas. Der muss doch aber, der ist doch schon Julian oder Kirchner. Vielleicht sagt mir ja auch einfach nur Kirchner irgendwas. Egal. Was hat er bis jetzt geschrieben? Bot-Kommentare. Muss man, muss man nicht drüber reden. <laughs> hat es da vermerkt. Julian schreibt Botstime, Urschloch. <laughs> ah, okay. Ja. So ja. dumm schreibt er, okay. Da hat er ein Timeout gekriegt. Als der Timeout, wurde zurückgehalten wegen Frauenfeindlichkeit. Wegen Frauenfeindlichkeit, abgelehnt in Sachsen. Oh, krass. Und dann hat, ach so da hat er geschrieben, du Kleine, alles klar. Alles mhm. klar, alles klar. Und da wurde dann von SN Sachsen gesperrt. Und äh, als Entbannungsantrag hat er geschrieben, es ist einfach ein HS. Okay. Na gut, äh, dann würde ich sagen, äh. Julian. Liebe, Grü Liebe Grüße an die Mama. Äh, äh, was schreibt man ihm? Hm. Ja. Schwierig, schwierig mit sowas. Halt, ja, ja, es ist, halt, ist halt Kind. Kindlich, muss man ganz ehrlich sagen. Brauchen wir nicht drüber reden. Fehlt in meinen Augen irgendwo auch die Erfahrung und der Respekt anderer gegenüber. Ja, also er ist 2000. Er steht da 2000. Ich vom Julian 2000. Vielleicht ist er elf Jahre alt. Äh, ein, ach nee, der wäre 21. Ja. Okay, man weiß es nicht. Gut, äh, ich schreibe ihn einfach zurück. Julian, dein Betreuer ist informiert und äh, send ihn die Ablehnung. So. Ja, gut. Okay, wen haben wir hier? Kasalu4. Der Kasalu4. Äh, kommentare haben wir keine. 5000 Zuschauer, 500 Euro. hechtig Ehrenmann. Moin. Ist die nur Watch, ich schon? Könnt ihr, könnt ihr meinen Kanal pushen? Könnt ihr mich pushen, bitte? Mm. Da fährt er einen Permak, gekriegt? Echt? Er hat, erst von Egon hat er, na gut, er hat von Egon 86.400 Sekunden gekriegt. Das ist, wie lang ist denn das? Ist das ein Tag? Uh, Könnte sein, ja. Könnte dann hat er wieder geschrieben, geschrieben, könnt ihr mich pushen. Das war am 3.5. und das war am 7.5. Ja. Der will immer gepusht werden, alles klar. Äh, es sind Sachsen 600 Kunden, Kunden geben und Egon hat ihn dann gesperrt. Äh, wir heben die Sperre mal auf. Ich schreib rein. Kein Push ohne Para <laughs> <laughs> Kein Push ohne Para. Kleiner Spaß. Bitte keine Eigenwerbung. Ganz einfach. So, okay. Gut, nehmen wir wieder an, kann er wieder loshassen. Ähm, wen haben wir hier? Deutschland 1212. 12. Ah. Oh, der sagt dir was? Ja, nee, aber nee, wenn, ich das schon wieder, wenn ich das schon wieder lese. Warte mal, was schreibt der? Mod-Kommentare. Wir lesen uns mal Mod-Kommentare. Hu, du kleiner. Ach ja. Ach, das hat der Egon geschrieben direkt. Mhm. Okay. Kauft ihr noch einen Auflieger? Hol dir einen Auflieger. P. LOL. Das Mod da. Äh, das kann man in den Wettereinstellungen ändern. Fingerkuppe. Alter, es gibt nur dumme Leute auf der Welt. Raid. Moin, moin. Es gibt einen Teil 3. Du musst einfach Teil 3 angeben. Oh, das ist auch schon, auch schon länger her. Mhm. Aber das verstehe ich immer nicht. Guck mal, er, er hat sich eigentlich benommen. Ja, genau. Er hat immer normale Sachen geschrieben. Also normal, was man halt normal nennen kann. Ne? Mhm, Aber ja, nichts jetzt irgendwie aufrecht. Und dann ist er drei, drei Monate inaktiv. Ja. Und dann kommt er einfach, Huhu, du kleiner HS. Und da muss ich. Ja, da tut mir leid. Da fehlt mir halt immer wieder der Respekt. So was mag ich persönlich ja überhaupt nicht. Ne? Nee, überhaupt nicht. Nee. Das, gehört, äh, sich, gehört sich nicht. Ich finde dieses Wort immer so. Oh. Ja, genau so ist es. Es ist halt irgendwie. Ich, die, ich, ich würde die Intention dahinter äh, einfach. Gut, man hat wahrscheinlich eine Abneigung. Was ich immer nicht verstehe, wenn ich eine Abneigung gegen jemanden habe, den ich äh, aus dem Internet oder so, der mir nicht gefällt. Ich äh, kenne einige YouTuber, die kann ich mir nicht geben. Oder Streamer, die kann ich mir nicht geben. Da kriege ich wirklich. Da kriege ich es auch, da wird mir schlecht und da wäre ich wirklich hibbelig, wenn ich mir die angucke. Aber ich kann, dann, dann, dann sage ich doch für mich, dann gucke ich die doch nicht an. <laughs> das ist doch jo. so der einfachste Weg. Weißt du, wie? ich gucke die nicht an und die Sache ist erledigt und da rege ich mich nicht auf. Genau, so ist es. Also, das es, gibt so, halt immer wieder, ja. es gibt halt immer wieder Menschen, die müssen sich so mitteilen, wo man sich sagt, okay, hm. vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Nicht. Tschüss, ciao. Ja, äh, ablehnen, was wollen wir ihm schreiben? Äh, ja, dafür wird es halt, ne, Ja, hm. ist nicht. Ach, komm. Ach so, er hat ja auch einen Entbannungsantrag, müssen wir auch gucken. Sorry, war nur Spaß. Ja, ist, äh, ja. Naja. War ohne H. Ach nee, da halt auch so ein wird das mit H geschrieben? War? Wahr, da streiten sich immer die Geister. Wahr, also Wahrheit. Ja, dann wird es mit H geschrieben. Na, deswegen. So, ja, aber sorry, war andere Spaß. In diesem Satz wird es auch ohne H geschrieben. Mhm. Man muss halt, wie ich gesagt, also sicher. ganz ehrlich, äh, was tut mir leid, da kann man sich nicht entschuldigen. Da muss man einfach vorher mal den Gehirnskasten anstrengen. Und äh, schreibt man nicht einfach so. Ich geh, man, man muss ja immer so sehen, man läuft ja auch nicht äh, auf der Straße rum und sagt einfach ja du, H. Ne? So, macht man nicht. Ich schreibe ihm vorher mal den Gehirnskasten anstrengend. <laughs> <laughs> Gehirnskasten, digga, was ist das für ein Wort? Okay, Ablehnung senden, weiter geht's. Jojo Kerle, Landwirtschaftssimulator ist so ein geiles Produktcover. Digga, alle sagen, die Folgen sind lost. Du HS. Ach Mann, oh, ist der schon wieder. Neu und dumme Kommentare schreiben, ja. Ja. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts hey. gemacht. Oh. Ja, siehst ist, da geht es schon los. Da muss ja. man da, entschuldige, aber. Da ist, ist. Ja. Leider Gottes, man muss ganz ehrlich sagen, das ist halt, wo ich immer wieder sage: klar, kann man auch nicht alle über den Kamm scheren, aber leider Gottes wird das immer mehr zur Umgangssprache der Jugend. Ja. Wo ich sagen muss, das ist halt wirklich am Thema vorbei. Ja. So ein Kommentar. Das geht nicht. Deswegen, liebe Grüße an die Mutti. Ja, liebe Grüße an die Mutti. Ablehnung senden. So, weiter geht's. Ja. Äh, oh. Kero Real, der sagt mir was. Halt auch immer zugegen, ne? so wie es auch aussieht, regelmäßig. Wann ist er denn gesperrt ja. worden? von Platti hm. vor allem. Moment. Ja. Was Kannst du ein paar Sachen? Wie viel ist die Karre wert, die ihr am Montag gestohlen hat? Ach, da geht es wahrscheinlich um GTA. Ja, ja. Die Kohle GTA, vom LKW. Ach, das, der ist bei GTA. Corbin hat gesagt 20 Millionen hat gesagt, der LKW im Waffen. Ach hier, mach es nicht. Hör doch auf. Bist du. Hm. du bist so dumm, du bist doch so dumm. <laughs> das ist so dumm, was du gemacht hast. Pack ihn da rein. Warum hältst du dich nicht an Regeln? Es tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht, was an dem Abend mit mir los war. Ich verstehe aber nicht, warum ich direkt gebannt wurde. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder ein Band werde. Also, Caro de Real sagt mir was, der ist tatsächlich oft da. Ähm, Permaband? Ich denke mal, mit ihm sind einfach die Pferde durchgegangen im RP, denke ich mal. Ja, aber Permaband verstehe ich an der Stelle auch nicht, lieber Bloody. Äh, mh, hätte mal auch einfach. Äh, Permaband ist so dieses Endgültige. Ich glaube, meine, also bevor man jemanden Permaband einfach, wenn man ihn mal drei Tage oder eine Woche, ne? Eine Woche band, mhm. das, das ist bei vielen schon echt ein großer Denkzettel. Sag mal, wenn ich, wenn ich so einen Kandidaten habe oder überhaupt so einen Kandidaten, ähm, ich schreibe ja dann schon, beziehungsweise weiß dann ja in der PN-Nachricht darauf hin na? und äh, gehe da ins Gespräch mit denjenigen, weil es einfach logischerweise besser ist, um alle anderen im Chat äh, nicht vom Wesentlichen abzulenken und das ist halt die Unterhaltung. Deswegen, Aber ja, Perma ist schön das endgültige, wie du schon sagst, es ist halt wirklich so. Na ja waren war etwas hart, eine neue Chance für dich. Bitte. B. Nee. man, Ach oh Gott, was machst du bei B? Nee. man, Sag mal, sind meine Finger heute zu dick oder was? Okay. <laughs> so, Emmy, Emmy09, Emmy. Du Penner, warum? Okay, krass. Mit Penner, nein, 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 nein. Ah, der Mod-Kommentarer. Und da. Du Penner. Account war zum Zeitpunkt der Spur zwei Stunden alt. Konto, Konto vor zwei Stunden erstellt. Vor, vor 20 Minuten. Konto vor zwei Stunden erstellt. Und schreibt zwei Nachrichten, beide mit Beleidigung. Wer ist denn Flag .de. Ist das Dario? Wer ist denn Flag .de, Den kenne ich gar nicht. Kannst du jetzt schon nicht gleich sagen? Aber das kann sein. Einer meiner Mods hat sich glaube ich umbenannt. Ich bin mir nicht sicher. Äh, warum? Ich habe nicht mal was reingeschrieben. Oder mal mal schreibt man doch mit E-Mail, oder? Hm. Aber da siehst du auch schon wieder, ne? Kein Einsehen und nichts, ne? Das ist halt ja. Äh, folgst? Seit Seit zwei Stunden schreibst, upsala, schreibst zwei Nachrichten, welche nur beleidigen und fragst, warum du gebannt wurdest. Komplett lost. So. Ablehnung senden, tschüss. Äh, Fabi Shot, den machen wir noch. Äh, mhm. Fabi Shot. Was schreibt ihr? Ich spiele jetzt eigentlich der Dumme Physi mit. Ich schaue da heute das erste Mal. Äh, mich LS, da mich LS mehr interessiert, weil ihm LS schön langsam nervt mit seiner Art. Achso, der hat was gegen Physi. Das Spiel ist blöd, lieber LS. dem Fall schon Mod-Kommentare? Jetzt ist eigentlich der Dumme Physi mit. Show geht ja, das ist mal interessiert. Das Spiel, das spiel ist blöd, ich spiel lieber LS. Boah. Ihr seid ihr seid echt spielverderber. Äh auch da ist ein Permaban. Warum Permaban? Hm. Seid mit D, das ist schon mal das erste. Äh, und bitte keine Beleidigungen, egal wem gegenüber. Okay? Genau. Okay, perfekt. Gut, aber, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir heben uns einfach mal noch ein paar Entbannungsanträge auf. 14 Stück hätten wir ja noch. Ne? Ja, der nächste ist ja auch sehr interessant. Und ihr sagt auf jeden Fall mal, äh, ihr sagt auf jeden Fall mal Bescheid, ob wir da nochmal reinschauen sollen in die Entbannungsanträge. Ich denke, es ist immer mal ganz lustig, interessant, sollte einfach auch mal eine Abwechslung sein. Und wir <laughs> sind erstmal raus. In diesem Sinne. Tschüss. Und ciao. Ciao.